Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde hier zu Minecraft, dem gemütlichen Minecraft-Let's Play hier in dieser kleinen, hutzeligen Welt um den Berg herum. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 140. Ich behaupte mal, wir haben schon einiges geschafft hier. Der Herr Zombie hat wieder das Weite gesucht und anscheinend auch schon gefunden. Zumindest ist er jetzt nicht mehr da. Das hier ist nur, muss ein entfernter Verwandter sein, der allerdings nicht ganz so gesprächig zu sein scheint. Oder zumindest sich nicht so gut artikulieren kann. Ist auch schön, sich beim Wort artikulieren zu versprechen. Ne? Da steckt die Ironie schon im Wort quasi. So, dahin ist das schöne Baumschwein. Was ist das denn jetzt hier? Das sieht sehr nach einem Fehler aus. Ah, Magie. Ich habe meine Hände darauf gelegt und dann ist es wieder. War wieder alles richtig. Das ist sogar der richtige Baum, der Original-Baumschwein-Baum. Das heißt, das ist da oben ist ja eigentlich das Original-Baumschwein-Baum-Baumschwein. Und da hinten ist Creeper. Wobei das Schwein da hinten auch nett ist, aber halt nicht Original-Baumschwein-Baum-Baumschwein. Ne, falls ihr wisst, was ich meine. Hallo Creeper. Pam. Ja, pam. Ich freue mich ja gerade mal, dass das Schwert hier schön Rückstoß hat. Weil das macht es doch einfacher hier mit den Creepern. So, einmal hier den... Na, toll, hier komme ich nicht lang. Hier fehlt ein Block. Wie kann das sein? War das ein Herr Enderman? Ich weiß es gerade mal nicht genau. So, aber ist auch schön hier. Ah, das ist ein Schwein. Ich dachte schon, was ist da? Eine rosane Kakaobohne, die sich bewegt. So, wunderbar. Ich hau die Dinger hier einfach mal aus den Fugen. Mit Sprengpulver. Ne, Schwein? Schwein, willst du Kakao? Ich glaube, du hast schon Kakao, ne? Hast ein bisschen gekleckert. Ja. So, wir sind jetzt hier in Folge 140, habe ich gerade schon mal erwähnt. Und obwohl es jetzt zahlentechnisch nicht wirklich was Besonderes ist, ist diese Folge eigentlich doch etwas Besonderes. Allerdings nicht für Minecraft, sondern für mein Let's Play-Kanal, wenn man so will, überhaupt. Oder überhaupt mit meinen Let's Plays. Denn immerhin... Wir schreiben heute den 4.9.2012 und es ist genau ein Jahr her, dass ich meine allererste Folge veröffentlicht habe. Das heißt, am 4.9.2011 kam die erste Folge raus und seitdem kam fast jeden Tag mindestens eine Folge. Zwischendurch war ich mal ein paar Tage krank, aber sonst kam eigentlich jeden Tag eine Folge seitdem, seit einem Jahr Let's Plays mit dem komischen Rumgesülze, was ich mir hier so aus dem Gehirn kratze. Da ist viel. Also einerseits ist es so, es kommt einem vor, es ging relativ schnell jetzt, ne? Das heißt, es kommt einem eigentlich noch nicht so lange vor. Andererseits kommt es einem vor wie Ewigkeiten. Das heißt, auch wenn es vielleicht widersprüchlich ist, weiß man irgendwie oder ist es halt schon so lange her, dass das vollkommen fest quasi in den Alltag integriert ist. Das heißt, ja, dass man viel auf YouTube schaut, sich die ganzen Kommentare durchliest, dass man selber aufnimmt, Folgen reinstellt, bearbeitet und den ganzen Kram. Das ist alles mittlerweile so reingegangen. Das heißt, man weiß oder man kann sich im Moment gerade nicht mehr so wirklich vorstellen, wie es eigentlich vorher war. Was natürlich in der Form, dass man den Eindruck hat, dass es jetzt alles doch so schnell ging und dass es schon so Ewigkeiten ist und irgendwie ganz normal ist, heißt ja eigentlich auch, dass es einem Spaß macht und das ist auf jeden Fall der Fall. Was auch wunderbar ist, denn so muss es ja sein. Ich habe hier nochmal ganz heimlich ein bisschen in den Kisten herumsortiert, das heißt, hier ist ein bisschen Krempel drin, ein bisschen ordentlicher, aber das nur nebenbei. Ich wollte diese Folge einfach mal etwas nutzen, um zu resümieren, was denn so das letzte Jahr gebracht hat, weil ich habe es leider nicht mehr geschafft, da extra noch irgendwie aus den ganzen Let's Plays irgendwie besondere Stellen rauszuschneiden, die besonders lustig waren, irgendwelche Highlights und sowas, hatte ich mal kurz die Überlegung. Aber hat nicht mehr funktioniert, weil es so ein Datum, ne, kommt ja auch immer so plötzlich. Das ist wie Weihnachten zum Beispiel auch. Da ist ein ganzes Jahr lang irgendwie nichts. Und plötzlich ist Weihnachten. Falls ihr das kennt.
Oder man denkt, oh, bald ist Weihnachten, aber das denkt man dann im Oktober, wenn in den Geschäften überall das ganze Zeug steht. Oder im September auch schon. Aber bis es dann mal so weit ist, dauert dann meistens. Ich mache hier mal sowas ran. Ich muss ja sagen, ich habe hier eben schon mal so eine tolle, wunderbar sensationelle, tolle Aufnahme gestartet mit einem ewig währenden Monolog über das vergangene Jahr und überhaupt und Let's Plays aus meiner Sicht. Allerdings hat mir Minecraft einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, nee, das ist zu unstrukturiert hier, was du da machst. Da hatte ich auch diese schönen Lampen hier schon mal ausgetestet, ob das funktioniert. Finde ich ganz nett. Und deswegen habe ich jetzt nochmal, ich habe mir das einfach gelöscht, weil ich das nochmal ein bisschen ordentlicher hier machen wollte. Das heißt, zwangsläufig abgestürzt und freiwillig nochmal neu gemacht. Ich hätte auch einfach schneiden können, aber so ist das. Denn eine Sache ist auch, die sich nach so einem Jahr eingestellt hat, oder sagen wir mal ein Jahr. Ich habe mir vorhin nochmal so ein ganz kleines bisschen reingeschaut in die allerersten Folgen, die ich überhaupt hochgeladen habe. Das war ja von Populous The Beginning. Das war ja was. Also da kann man auch hören, dass die ganze Stimme und alles noch so ein bisschen anders klingt. Ich habe versucht, deutlicher zu reden, weil ich davor immer den Eindruck gehabt habe, so privat, dass ich immer ziemlich undeutlich rede. Deswegen habe ich mir extra Mühe gegeben. Und das merkt man auch so ein bisschen an. Das ist jetzt alles mittlerweile alles ein bisschen lockerer, ein bisschen fluffiger. Spontanität hat sich gesteigert und das alles. Man kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, das geht jedem so, der selber längere Zeit sowas hier macht, dass man ändert. Oh, Skelett. Man ändert sich einfach. Man ändert seine ganze Art, seine Moderation. Meist zum Positiven. Meist wird man lockerer, die Stimme wird kerniger, markanter quasi, weil die öfter trainiert wurde, öfter benutzt wurde, weil ich bin sonst eigentlich der Typ, der gar nicht so viel redet, außer im Let's Play hier. Oder wenn es halt drauf ankommt quasi. Aber sonst, wenn irgendwelche, also ich meine, das hatten wir ja schon mal, sonst wenn irgendwelche Leute auf dem Haufen stehen, bin ich meistens nicht so der Unterhalter für die ganze Gruppe, sondern höre auch gerne mal zu. Und das sei aber nur am Rande erwähnt. Es ging um die ersten Folgen jetzt vom überhaupt und alles. Ne, da habe ich mich halt, also eigentlich das, was ihr letztendlich, oder was einige von euch, bestimmt nicht alle, gesehen haben von Populous, die erste Folge, die da drin ist, oder die ersten Folgen, ne, die erste Folge nur, die ist tatsächlich nicht die allererste Aufnahme, die ich gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich... Wenn man halt noch nicht so die Ahnung hat oder nicht die Übung und ich dann sowieso nicht so der Alleinunterhalter hier bin oder gewesen bin, es hat sich mittlerweile etwas gebessert, da musst du halt erstmal gucken, ne? Also ich meine, die Idee war, oder sagen wir so, es hat angefangen eigentlich damals, 1800, nein, da hatte ich mir irgendwie gerade mal 2-3 Monate vom Herren Gronkh und anderen Leuten die Let's Plays angeschaut. Ich renne hier mal ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Und dachte mir dann irgendwann, ja gut, eigentlich, also wenn du mal ehrlich bist, die Leute feiern da in den Kommentaren und eigentlich, ich meine, es war auch schön, was er da macht, ne? Habe ich auch alles gut gefunden. Finde ich auch immer noch gut. Aber irgendwie von der Art her behaupte ich einfach mal, dass ich das selber eigentlich auch kann, so vom Humor, von der Art her, dass ich irgendwelche Sachen erzählen kann und sowas. Das dachte ich mir, okay, kannst du ja eigentlich, also denkt man sich so, kann ich ja eigentlich auch. Dann habe ich es einfach mal ausprobiert, mich ein bisschen damit beschäftigt, wie man dann aufnimmt und den ganzen Krams. Musste ich dann, weil mein normaler Rechner zu lahm war, auf dem Laptop alles aufnehmen. Und genau, was ich machen wollte, ist hier oben ein paar Wände rausreißen, die ich gerade ausgebessert habe. Dann habe ich halt angefangen, habe ich die erste Testaufnahme gemacht. Muss ich auch sagen, fand ich eigentlich ganz okay, also war jetzt nicht so schlecht, aber es war halt, das war noch relativ früh, da dachte ich mir halt, okay, ja, es gibt ja schon so viele Leute, die Let's Plays machen. Eigentlich, also
Ja, es war nett, aber ich weiß nicht, habe ich mich nicht getraut, das dann noch ins Internet reinzustellen. Das heißt, die erste Aufnahme ist dann wieder verworfen worden, gelöscht worden. Habe ich auch, nee, habe ich gar nicht mehr. Und da habe ich ein paar Tage später, habe ich mir gedacht, ach nee, eigentlich will es ja doch. Ne? Und habe ich nochmal eine Aufnahme gemacht. Und dachte ich mir, ja, eigentlich, also wenn du mal ehrlich bist, musst du eigentlich andere Dinge tun. Das war eher so zeitvertreibsmäßig. Und weiß ich nicht, käme dann auch blöd, wenn ich mich mit sowas dann beschäftige, obwohl ich eigentlich Dinge zu tun habe, die eigentlich wichtiger wären für mein Leben und überhaupt. Das heißt, ich habe das dann wieder verworfen. Und das, was man jetzt letztendlich auf dem Kanal sehen kann, was auch die erste Folge überhaupt war, halt genau vor einem Jahr, am Datum des besagten Tages, das ist jetzt, war die dritte oder vierte Aufnahme insgesamt. Das heißt, nicht wirklich geübt, aber immerhin schon mal nicht komplett ahnungslos. Das heißt, man hatte sich vorher in den Aufnahmen schon mal überlegen können, wie formuliert man jetzt irgendwelche Sachen oder wie leitet man das ordentlich ein oder was sagt man an verschiedenen Stellen, weil man, also ich wollte halt auch das Spiel gut erklären können, dass man halt weiß, worum es überhaupt geht, weil es war ja doch ein älteres Spiel von 1997, was glaube ich gar nicht mal so viele Leute mehr kannten. Haben ja dann doch noch ein paar Leute geschrieben, dass sie das gerne dass sie es gut finden. Und ich dachte mir halt auch, weil das so ein älteres Spiel war, ja, das ist jetzt nicht irgendwas Modernes, das kennen halt nicht mehr viele Leute. Wer sollte sich das halt anschauen, ne? Und letztendlich kam es dann dadurch, dass ich dann doch damit angefangen habe, erst deutlich später, als ich dann über den anderen Kanal, über Rahmschnitzelzeug, mit dem Kohle-Song mir ein paar Zuschauer eingeheimst habe. Ne, ich hatte ja das Video gemacht, das Musik und Animation und sowas, das hat sich ja auch alles viel länger hingezogen, als es eigentlich sollte. Stand auch mal kurz auf der Kippe, ob das überhaupt noch erscheinen sollte, weil die Videoproduktion halt so aufwendig von war, oder für zumindest als ungeübten Typ, der das sonst nicht so oft macht, hat sich das einfach mal hingezogen, das hat einfach mal gedauert. Deswegen hatte ich zwischendurch fast keine Lust mehr. Dann lag das da irgendwie mal zwei Wochen rum. Aber letztendlich bin ich doch sehr froh, dass ich, also kann man glaube ich nicht anders sagen. Es ist, ja, war ja eigentlich so der Anstoß zu dem Ganzen, dass das überhaupt so weit gekommen ist jetzt hier. Das war dann so, dass das Video, der Kohle-Song, der Kohle-Metal, der Zusammenschnitt da aus Gronkhs Folgen, das da dachte ich mir, okay, stellst es ins Netz rein, es schauen sich dann irgendwie. Also wenn du Glück hast, schauen sich das ein paar Leute an, ein paar tausend Leute, und dann ist gut. Aber dass es dann irgendwie so abgegangen ist, da hätte nun wirklich niemand mit rechnen können. Also ich nicht. Andere Leute konnten dann nicht mit rechnen, weil die das Video nicht kannten. Und das hat sich dann so entwickelt, da haben Leute dann den anderen Kanal abonniert, obwohl ich dachte, das ist jetzt so ein einmaliges Ding. Das ist, was erwarten die jetzt, was da kommt? Auf jeden Fall habe ich dann dadurch, war ich etwas motiviert, da noch weitere Sachen zu machen. Und aber auch vor allem, um nochmal diesen riesen. Jetzt hat das ein Ei hier reingelegt. Kannst du zurückhaben? Pam. Nein, ich mag Hühner. Deswegen haue ich das auch gerade nicht. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, dadurch, dass halt über den anderen Kanal da irgendwie schon ein paar tausend Leute eigentlich waren, die den abonniert haben, habe ich mir gedacht, okay, ich hatte dann ja auch mal, dass ich bei meinem Bruder im Internetradio zum Interview war, relativ unweit später, und da meinten halt einige Leute schon, oder wo ich den Trailer für das Ding gemacht habe, meinten halt einige Leute schon, dass ich ja irgendwie eine tolle Stimme habe. Was ich zu der Zeit irgendwie gar nicht verstehen konnte, weil ich da überhaupt nicht zufrieden mit war oder immer eigentlich relativ nicht so sehr meine eigene Stimme mochte. Da haben halt einige Leute gesagt, dass die anscheinend ganz schön ist und dass sie da, oder zumindest klang es so, als würden die da gerne mehr von hören, und das habe ich dann für mich als Motivation aufgefasst, dann tatsächlich mal
mit den Let's Plays dann doch noch anzufangen, da doch nochmal aufzunehmen und nochmal was rauszuhauen. Und ich muss sagen, es war jetzt nicht die allerschlechteste Idee. Damals halt angefangen mit Populous in the Beginning, alter Schinken, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich wollte Tropenholz haben, gerade mal. Und genau, das Problem so ein bisschen war, wenn man das so nennen möchte. Ich weiß gar nicht, warum hier überhaupt die ganzen Beschriftungen so ein bisschen fehlerhaft sind. Auf jeden Fall, das Problem ein bisschen in der Form war, dass einfach... Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ist trotzdem blöd. Dass das Projekt für den Anfang doch ziemlich lang war. Das heißt, das waren jetzt letztendlich 61 Folgen. Ich meine, gut, ist für ein Strategiespiel und sowas, wo man halt nicht irgendwo storytechnisch einfach durchrennt und dann hier und da und haut man irgendwo drauf. Es ist schon klar, dass das ein bisschen länger dauert, aber habe ich halt in der Form nicht so erwartet, dass es dann doch so lang wird, weil die ersten Folgen halt recht schnell gingen. Und das heißt eigentlich, wenn man irgendwelche neuen Sachen macht oder direkt frisch anfängt, sollte man eigentlich eher irgendwelche kürzeren Sachen sich erstmal raussuchen, um zu gucken, wie so die eigene Art ankommt, ob man das selber überhaupt kann von der Moderation und dem ganzen Kram. Das heißt, war etwas ungünstig gewählt, aber mein Gott, hat ja auch funktioniert. Das heißt, es kam eigentlich erstmal 2 Monate lang nur das eine Spiel, was natürlich auch nicht allen Leuten so zugesagt hat, als dass sie da jetzt regelmäßig zuschauen wollten. Was ich durchaus verstehen kann, wobei es immer noch ein sehr schönes Spiel ist. Und das heißt, dann kam Monate, also 2 Monate später, seit Beginn überhaupt, kam dann, fing es dann an mit Doom 3, das heißt komplett was anderes als vorher. Ein Shooter, der dann auch direkt als erstes Mal auf Gronkh.de erschienen ist. Das war das erste Projekt, was da reingegangen ist. Und das war nämlich vorher schon, oder sagen wir mal so, dadurch, dass ich halt über den Kohle-Song, da habe ich natürlich dann auch mit dem guten Gronkh kurz mal geschrieben gehabt. Das heißt, er kannte mich dann entsprechend auch schon. Ich meine, er hat ja auch Kohle-Song und alles, oder Kohle-Metal, um es genauer zu sagen, entsprechend gefeatured und darauf hingewiesen, dass es ja sowas gibt. Deswegen ging es ja auch in erster Linie so ab. Dadurch kam es dann halt auf die Startseite drauf, weltweit und Minecraft-Forum und überall wurde das verlinkt, wegen der Animation und dem ganzen Zeug. Und entsprechend kannte mich dann Gronkh und dann hat er halt irgendwann gefragt, ob ich dann bei ihm auf der Seite mitwirken möchte auf Gronkh.de, ob ich da selber dann mir die Mühe noch mehr machen möchte, dass ich die ganzen Sachen da reinstelle, die Artikel schreibe und alles verlinke und überhaupt, was ja doch durchaus auch ein Aufwand ist, gerade das Ganze rumgeschreibe und sowas. Und da habe ich mich natürlich gefreut, das ist da klar, ne, das nimmt man dann natürlich mit, freut man sich. Und das war dann halt Doom 3 schon, also, obwohl ich da quasi irgendwie 2.500 Abonnenten oder sowas gehabt habe, war das dann das erste, was da drauf war. Da ging es auch direkt schon mal ein bisschen steiler bergauf. Und während Doom 3 habe ich dann auch mit Mutation of JB angefangen. Ein Adventure auch von 96, das ist bisher das älteste Spiel, was ich gespielt habe. Schönes Point-and-Click-Adventure, im Comic-Stil so ein bisschen gehalten. Ein Spiel, was ich halt, also was halt auch wieder ziemlich alt war, ne? Doom 3 ist ja auch von 2004, jetzt auch schon 8 Jahre alt gewesen oder 7 Jahre alt. Das heißt, alles schon ziemlich alt. Tut mir übrigens leid, falls ich hier gerade nichts schaffe. Ich rede, ne? Wisst ihr ja schon. Geht nicht gleichzeitig. Das kommt auch weg hier. Kinders, wie sieht das aus? Hat sich ausgeerbt. Und, Mutation of JB war dann, das hat mir auch sehr, persönlich sehr gefallen, das Spiel. Halt, weil es auch so eine Erinnerung aus der Kindheit war. So, kriege ich sein Bett zurück. Das Schild kommt da hinten hin. Es wurde ja gesagt hier, dass das eventuell schwierig wäre, dass die Lava hier das ganze Holz abfackeln würde.
hat anscheinend nicht, also hat zum Glück nicht so geklappt, so funktioniert. Das heißt, es kann sein, dass es an dem Wasser liegt, dass das hier die unteren Reihen Holz deswegen nicht abbrennen oder gekühlt werden oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall brennt es halt nicht. Skelett. Decay, hast du abgenommen? Ah, pam. So. Auf jeden Fall, Mutation of JB kam dann, das kam relativ gut an für meine, also wie ich das, also nicht so wie ich das erwartet habe, weil das Spiel kannte halt auch fast niemand. Deswegen war es auch als Projekt etwas gewagt, aber es war mir persönlich halt so ein Anliegen, das zu machen. Später kam dann, also genau, dann ging es weiter nach Doom 3 und Mutation of JB ging es weiter mit Black and White 1 und 2, was als Projekt auch wieder mal eigentlich ein bisschen schwierig war, weil es halt auch so Ewigkeiten lang war. Das heißt, der erste Teil war 100 Folgen lang, der zweite Teil war 64 Folgen oder 63 Folgen lang. Das heißt, es kam quasi 5 Monate lang oder 4,5 Monate lang immer jeden Tag eine Folge Black and White raus. Das ist, wenn man etwas Abwechslung auf dem Kanal haben möchte, doch ziemlich lange. Deswegen war das ja irgendwann so, dass ich nicht nur ein oder zwei Kanäle auf dem Kanal gehabt habe. Denn als Zweitprojekt in der Zeit kam dann auch noch die ganze Half-Life-Reihe, was natürlich als Serie auch nochmal wieder ziemlich lang dauert. Das heißt, es gab quasi eine ganze Weile nur diese beiden Sachen und deswegen war dann einfach nochmal ein drittes Projekt fällig. Und was kam denn dann direkt? Also Half-Life-Reihe war Half-Life 1, Half-Life 2, Episode 1 und Episode 2. Das ist auch noch alles gar nicht so alt. Ne, das, wie gesagt, die ganzen Sachen haben sich ziemlich hingezogen. Haben natürlich trotzdem Spaß gemacht. Aber es sind natürlich Leute, die einem gerne zuschauen wollten, aber die Spiele nicht interessieren. Oder ja, diese halt, wo die Spiele so wenig interessieren, dass sie es nicht schauen wollen, hätten dann natürlich schwere Karten gehabt. Aber dann kam ja irgendwann, was kam denn dann als nächstes? Es summiert sich halt mittlerweile auch schon, was da alles an Projekten war. Also ich weiß halt nicht mehr die Reihenfolge, wie die denn gerade mal war. Auf jeden Fall kamen dann noch, also insgesamt gesehen kam dann noch Diablo 3 als Projekt mit dem Hyuga und dem Zombie. Auch sehr lustig, haben sich dank, oder ja, ich sag mal, das ist eher ein Spiel, was man selber spielt und nicht unbedingt dabei zuschaut. Das heißt, Zuschauerzahlen waren okay, aber mein Gott, war schon ganz gut. Kam ja auch nicht auf Gronkh.de raus, weil Gronkh und Sarazar das selber gemacht haben. Aber war schon okay so. Und was hatten wir denn noch? Wir hatten insgesamt jetzt zusammen mit Zombie habe ich noch Dungeon Defenders aufgenommen, ist noch gar nicht so alt. Dann natürlich mit dem Herrn Knasti auch Portal 2, den Koop. Ja, das ist, kann ich eben nur empfehlen. Wir haben ja jetzt ja auch wieder frisch angefangen vor ein paar Tagen mit den Custom Maps. Das heißt, Maps, die von Zuschauern oder von überhaupt irgendwelchen Spielern selber erstellt wurden, mittels des Editors, der da irgendwann nachgereicht wurde. Was auch unheimlich viel Laune macht. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Also nicht, weil wir so besonders toll spielen, sondern weil je verzweifelter wir sind, umso, sagen wir mal, interessanter werden die ganzen Kommentare. Na, um es mal freundlich zu formulieren. Und das war auf jeden Fall noch. Was war denn noch? Da hatte ich natürlich immer Gäste hier im Minecraft Let's Play. Genau, Minecraft kam auch, falls ihr das nicht bemerkt haben solltet. Und die Folge wird jetzt gerade extra lang, aber ich möchte das gerne hier alles zusammenfassend mal so als Jahresansprache quasi mal haben. Dann kam noch, was kam denn da noch? Ich könnte jetzt ja nachschauen, aber das wäre ja auch geschummelt. Dungeon Defenders habe ich gesagt. Ach, ich gucke mal eben nach. Kann ich ja nicht nachschauen. Haha. Müsste ich aus dem Spiel raus. Auf jeden Fall kamen dann halt noch so ein paar Sachen. Und man muss sagen, das summiert sich halt, das häuft sich, man bekommt immer mehr Übung, man kriegt immer mehr Zuschauer, Abonnentenzahl steigt, das sind alles Dinge,
womit ich zumindest vor einem Jahr überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass es überhaupt so kommt, wie es jetzt gerade ist. Dass es alles sich so entwickelt, dass ich vor allem auch so viele neue Leute kennengelernt habe durch die ganzen Sachen. Es war jetzt auch hier, dass man sich zur Gamescom dann tatsächlich alle mal auch gesehen hat und sowas, habe ich auch schon erzählt. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr schön. Wunderbar. Und freue ich mich auch. Und viel. Boah, was war das denn? Eieieiei. Das hätte jetzt noch gefehlt. Also jetzt nicht mehr. Das ist noch so einer. Es ist jetzt schon wieder so dunkel geworden. Reicht es doch nicht aus mit den Teilen? Das gefällt mir aber gar nicht. Nein. Aus. Da musst du hin. Da kannst du explodieren, aber machst du trotzdem nicht. Ach, Menschen, Skinners. Ist ja böse hier. Ich muss ja nochmal schauen, wie das hier ist mit der Beleuchtung und dem ganzen Kram. Das geht ja nicht. Und hier ist das schöne Holz. Das rechtfertigt auch nicht die 2 Sprengpulver, die wir gerade bekommen haben. Auch hier ist alles kaputt. Ha. Auf jeden Fall, wo war ich? Viele, viele, viele neue Leute kennengelernt. Neue Freundschaften geknüpft. Und ich sag mal, das Leben, kann man schon so sagen, hat sich gewandelt seitdem. Durch die ganze Übung hier mehr Selbstvertrauen bekommen, unterhaltsamer geworden, mehr redefreudiger geworden. Ist schon eine Menge passiert. Und überhaupt dadurch, dass es dass überhaupt so weit gekommen ist, da muss ich natürlich jedem, der zuschaut und vor allem der immer noch zuschaut, seit frühesten Videozeiten von mir, seit einem Jahr, dem muss ich natürlich, oder euch muss ich natürlich aufs aller herzlichste nochmal danken, dass das überhaupt so weit gekommen ist jetzt hier, dass ihr immer motiviert habt weiterzumachen, vor allem Kommentare geschrieben, die habe ich in der Anfangszeit oder mache ich immer noch, die verschlinge ich immer noch so, das heißt, ich lese alles, was hier reinkommt. Damals war es dann natürlich noch nicht so viel, da hat man sich dann entsprechend oder hat man sich noch mehr drauf gestürzt und hat sich gefreut, vor allem bei den älteren Spielen, wo man dann anscheinend auch Leute damit angesprochen hat, die das auch kannten oder die trotzdem sich dafür begeistern konnten, obwohl das vielleicht nicht kennt und man selber die dazu gebracht hat. Und von daher kann man einfach nichts anderes sagen, als sich zu bedanken. Ich würde ja jetzt gerne jedem von euch ein Stück Kuchen hier direkt nach Hause bringen. Allerdings lässt meine Zeit das nicht so ganz zu. Und der Kuchen natürlich auch nicht. Wobei so ein Kuchenbacken immer was Feines ist. Aber halt nicht für mittlerweile, wie viel sind denn das gerade? 44.000 Abonnenten. Da musst du aber einen riesigen Kuchen backen. Das wäre aber viel. Ich könnte nochmal einen symbolischen Kuchen hier backen. Hatte ich ja schon mal zur Folge 100. Weiß ich denn überhaupt noch, wie das ging? Ja, auf jeden Fall, ich sage es ja auch immer, hinter jeder... Hier könnte man tatsächlich noch was... Ich mache erstmal noch Stein hin. Ich sage das ja eigentlich am Ende jedes Projektes, aber es ist... Man kann es nicht oft genug sagen, dass, man sich überhaupt fürs Zuschauen bedankt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja so ewig viele Leute, die selber irgendwelche Videos ins Netz stellen, die auch alle viel drauf haben. Nicht alle davon sind so bekannt. Aber es gibt noch viele Talente, die im Untergrund schlummern. Das heißt, oh, was hier? Ha! Was ist das denn? Boah, das ist laut. Da ist gerade eine Stimme gestorben. Meine Stimme stirbt auch gleich. Eine Spinne. Ist egal. Ich stelle mich woanders hin. Ich bringe es hier einfach jetzt. Ich schaukel diesen Monolog jetzt noch einmal schwungvoll zu Ende. Und dann haben wir das auch. Deswegen nochmal einmal vielen Dank hier, ne, für die ganzen Sachen, für die ganzen Kommentare. Und überhaupt auch natürlich einen aller herzlichsten Dank an den Herrn Gronkh, der mich dann auch hier
entsprechend durch den Einzug auf seine Seite oder auf das Netzwerk unterstützt hat. Einen lieben Dank an die gute Honeyball, mit der ich immer wieder gerne schreibe, immer auch, wo uns eigentlich auch relativ zügig nach dem, oder wo wir halt relativ früh schon angefangen haben zu schreiben und überhaupt, und sie haben mich dann auch in die Konfi mit reingezogen zu Hyuga und Zombay und all den Leuten. Darüber wurde das nochmal einfacher, und überhaupt an alle, die mich hier unterstützt haben, immer Videos gefeatured haben, verlinkt und sowas. Da freut man sich dann immer besonders. Und vor allem auch die Freundschaften, die dann entstanden sind. Dadurch, dass man halt miteinander zu tun gehabt hat. Halt irgendwelche Leute, die man vorher selber angeschaut hat, wo man sich gedacht hat, oh, die haben aber viele Zuschauer, das ist aber, ja, sind schon tolle Leute. Und dann ist man da irgendwie selber bei. Die Anfangszeit ist natürlich, ich bin jetzt eher, wenn man neue Leute kennenlernt, etwas schüchterner. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen gelegt. Aber das ist, da war ich am Anfang auch immer relativ still. Aber es hat sich mittlerweile auch gelegt und ja, wunderbar neue Freunde gefunden. Und möchte ich auf keinen Fall missen. Also so kann man das schon mal sagen. Ist schon schön. Das quasi, ich meine, es ist natürlich ein bisschen blöd, dass durch das Internet alle Leute entsprechend so weit weg sind. Aber ich meine, es gibt ja Möglichkeiten und alles, dass man immer in Kontakt bleiben kann. Und das ist schon mal schön, wenn man irgendwelche Leute da in der Gegend hat. Wenn irgendwelche Sachen sind oder dass man da einfach irgendwie sich unterhält und Spaß haben kann und gemeinsam irgendwelche Sachen hier aufnehmen kann. Das freut einen einfach. Das ist einfach schön. Das ist auch so mit der wichtigste Teil hier. Behaupte ich mal. Dass man irgendwelche, oder dass man Kontakt mit Leuten hat. Dass man neue Leute kennenlernt. Dass man vor allem aber auch Leute unterhalten kann, begeistern kann für irgendwelche Sachen, denen ein paar Minuten den Alltag versüßen kann. Daher freue ich mich, dass das alles so weit gekommen ist, dass ich jetzt immer noch dabei bin. Vor allem, dass sich das so entwickelt hat, dass ich immer mehr Leuten anscheinend damit eine Freude tun kann. Und ja, damit soll dieser Monolog, glaube ich, auch erstmal abgehakt sein. Ich habe mich mal wieder viel zu unkurz gefasst, wie immer. Das muss ich nochmal ein bisschen schauen, dass ich mal auf den Punkt komme. Für Fortgeschrittene müsste ich mal ein Seminar mitmachen. Oder selber geben. Man weiß es nicht so genau. Das ist ja alles Ansichtssache. Und deswegen noch einmal und noch einmal und vielleicht noch einmal einen herzlichen Dank hier für die ganze Unterstützung, fürs Zuschauen. An vor allem euch Zuschauer. Für die Kommentare, fürs Zuschauen, fürs Motivieren weiterzumachen, für die ganzen oder für zwischendurch immer mal wieder ankommende Dankesschreiben oder einfach, wenn man hört, dass man Leuten aus einer, oder dass man Leute aus einer eher schlechten Stimmung gerade rausholen konnte. Oder von der Arbeit, die nach Hause kommen und hier einmal schön abschalten konnten beim Zuschauen. Das ist einfach schön, wenn man das kann. Wenn es einem gelingt. Ich meine, man gibt sich ja natürlich auch entsprechende Mühe. Und das, muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Hier sollte ich auch mal noch mal mit der Feldhacke da mal durchgehen. Deswegen soll das die Folge auch erstmal sein. Extra lange jetzt geworden, halbe Stunde. Ich habe bestimmt wieder ganz viele Sachen vergessen, die ich noch ansprechen wollte. Aber ich denke mal, das sollte erstmal reichen hier. Ja, ist ja lang genug. So, fertig. Ein Jahr ist vorüber. Aber das nächste Jahr kommt bestimmt. Oder es kommt nicht nur bestimmt, es kommt auf jeden Fall. Und zwar sogar direkt nach dem ersten Jahr. Man könnte natürlich auch, wenn man geschickt ist oder eine Zeitmaschine hat, das dritte Jahr direkt an das erste Jahr anschließen und das zweite dann irgendwann nachholen. Aber ich glaube, dass da fehlt mir gerade mal die Maschine zu. So, deswegen mit diesem schönen Untergang der Sonne, nicht meinem Untergang, hoffe ich mal nicht, sage ich einfach mal Tschüss für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die dann wieder ganz normal und ein bisschen produktiver ablaufen wird. Ich wollte mich gerade hier vorne ins Bett legen, aber es geht gerade gar nicht, weil das Bett ist ja gerade umgezogen. Hurra, endlich mal. Hier oben wird unser Schlafzimmer draus. Ich stelle mich auf den Balkon.
lasse mich von der Sonne blenden, die gar nicht sonnig ist, sondern steinig. Dann lasse ich mich vom Mond blenden, ist auch schön. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es geht immer so weiter. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hoffe, ihr seid immer fleißig dabei. Und es ist alles viel länger geworden, als ich eigentlich wollte. Das heißt, ich beende das mal ganz schnell. Ganz, ganz, ganz schnell. Und sage einfach mal auf Wiedersehen und tschüssi.